Hallo und herzlich willkommen zu World War Z, ein neues Zombie-Spiel, das endlich veröffentlicht wurde. Ich habe so lange drauf gewartet und das Ganze zocken wir jetzt natürlich mal an in der Koop-Kampagne erstmal. Und wir beginnen mit dem allerersten Level, nämlich in New York mit dem Abstieg. Oben sieht man, oder jetzt nochmal groß hier, der Schwierigkeitsgrad. Ich lasse das Ganze erstmal auf leicht, denn ich will erstmal schauen, wie das Spiel denn so ist. Klasse wechseln. Wir nehmen doch einfach mal den Revolverheld. Ich habe schon mal eine kurze Folge gespielt, ehrlich gesagt. Und das war ein ziemliches Durcheinander. Deswegen, guck mal hier, Waffenanpassung. Ah, da wären nur die vorgeschlagenen. Okay. Jetzt warten wir unten noch, dass jemand reinkommt und dann spielen wir den Anfang der Koop-Kampagne. Ich versuche natürlich jetzt mit der Zeit noch andere Kandidaten dazu zu holen, dass man das Ganze dann auch so in der Party besprechen kann und sich absprechen kann. Aber jetzt erstmal die erste Folge unter uns. Wir sehen da unten schon jemand 13, Level 25. Also jemand Erfahrenes haben wir da schon dabei. Jetzt warten wir gerade noch, dass Winjulmik 98 bereit drückt und dann geht's los. Der hat nochmal schnell seine Waffe, jo, klasse gewechselt. Und jetzt geht's auch schon los mit der ersten Koop-Mission. Wenn denn das Spiel losgeht. Vorhin ist es mir schon einmal abgestürzt. Erreiche die U-Bahn. Vier New Yorker, von den über ihnen kreisenden Hubschraubern ihrem Schicksal überlassen, haben keine andere Wahl, als sich ihren Weg in die Freiheit zu erkämpfen. Gerüchten zufolge kann ein zwielichtiger Typ sie für ein Entgelt in einem U-Bahn-Wagen aus der Stadt schleusen. Also müssen wir in die U-Bahn, da uns die restliche Menschheit oben so ein bisschen im Stich gelassen hat. Auf andere Spieler, das machen wir doch sehr gerne. Oh. Okay, das war das Intro und wie man vielleicht auch schon gesehen hat, und wie der Titel auch schon heißt, geht das Ganze nach World War Z. Da gab es ja einen Kinofilm, der ist glaube ich schon mehrere Jahre jetzt her. Und ja, das Ganze gibt es jetzt als Spiel und die Entwickler haben angekündigt, sie können 500 Zombies gleichzeitig anzeigen. Wie man sieht, es gibt typische Waffen. Man hat natürlich auch einen Nahkampfangriff. Ein Weg durch das Gebäude. Das ist jetzt am Anfang natürlich, vermute ich jetzt mal, alles noch ein bisschen einfacher. Ist ja gut. Hier kann man an den Kisten, ja, eine Kettensäge finden. Nimmt er sich jetzt aber, wollte ich mir eigentlich nehmen. Oh, nicht schlecht. Oh, ja, ist ja okay. Aufbauen. Fahre ins Erdgeschoss. Okay. Dann warte ich mal auf unsere Kollegen. Der da vorne wird schon wieder geschossen. Was macht der denn? Okay. Wow! Was ist das denn für einer? Das ist so ein Special-Zombie. Ich kann nichts machen. Jetzt gehen wir aber... Ich glaube, der andere lebt wieder. Kann man den jetzt irgendwie heilen? Nee. Boah, bin ich jetzt schon erschrocken durch den einen. Aber der kam mir auch ziemlich bekannt vor von Left 4 Dead. Da gibt es auch so einen, der einen anspringt. Alter! Alter Falter!
Befreie die Vorhalle von allen Zombies. Huch, das wollte ich nicht. Nehmen wir mal. Nein, nehmen wir die AK. Willst du den kriegen? Wie die kommen. Sons of bitches are climbing! Hit them! Elevator shafts open on the far side of this floor. Ja, das sind ein paar. Also manchmal habe ich noch ein bisschen zu kämpfen mit der Steuerung. Wahrscheinlich erledigen die Typen hinter mir gerade die anderen. Da ist ein... Das sind so spezielle Gasmasken-Typen, die kannte ich schon. Screamer? Der hat mich vorhin umgebracht. Munition nachfüllen. Reloading. Noch einer. Was ist das da hinten? Scharfschützengewehr. Und jetzt habe ich hier so eine... Man sieht es ja in der Mitte. Jetzt habe ich drei Waffen. Eine ganz schwere. Und eine primäre und eine sekundäre. Die primäre habe ich jetzt hier, die AK. Die sekundäre, die Pistole. Und die Hauptwaffe ist dann hier das Scharfschützengewehr. Uiuiui. Don't make a sound. When we get outside, don't stop until we hit the subway. Jetzt kann man sich hier wieder so ein bisschen auffrischen. Aber ich habe aber schon alles. Jetzt könnte man auch hier wieder die Waffe wechseln. Aber hier steht überall primär dabei. Das heißt, ich würde meine AK weggehen. Weggeben. Ah, die Panzerfaust nehme ich doch lieber. Hallo? Statt Scharfschützengewehr. Die haben jetzt, glaube ich, hier so, schon so Geschütztürme aufgestellt. Errichte eine Verteidigung, 55 Sekunden. Das ist wieder so einer, der verstreutes Gift. Das heißt, den muss man natürlich schnell erledigen. Das weiß ich soweit. Also der Surround Sound funktioniert echt gut, muss man sagen. Ich hau jetzt eher mal meine Pistolenmuni weg. Halte die Augen offen. Ja, das ist mir schon klar. 17 Sekunden. Und da kommen sie dann alle rein, vermutlich. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Verteidige deine Position. Kommen die alle hier hoch? Okay, sie kommen nicht nur alle hier hoch, sie kommen von vorne. Woohoo!
Das ist ein Stinker. Ich nenne ihn jetzt einfach Stinker, auch wenn es nicht richtig ist. Bleiben wir mal hier auf der rechten Seite. Die werden im Moment nach links gezogen. Das ist ganz gut für uns. Also man merkt schon, die Entwickler haben das Vorbild World War Z echt gut eingefangen mit den... Diese Fetten muss man natürlich immer als erstes machen. Das ist zwar schon... Also, ich habe zum Beispiel keine Munition mehr, wie man links unten sieht. Aber... Ach, das ist oben. Erreiche die U-Bahn-Station. Also, das Spiel sieht schon... Muss ich sagen, es sieht schon gut aus. Das haben sie echt gut hinbekommen. Das ist... Also, in New York haben sie echt... Hier ist Empire State Building, wahrscheinlich sollte es sein. Boah, die Zombies, die man die ganze Zeit hört, das ist schon ein bisschen gruselig. It's open. Go. Shot me. Ich habe meinen einen Kollegen aus Versehen gerade angeschossen. Also ich finde, eine allgemeine Munitionskiste fände ich jetzt sehr gut. Hinter uns? Wow! Ah, da ist der Typ. Schnell rein, Munition. Ah, das wollte ich nicht. Das wollte ich. This rabbit hole is chock-a-block with goodies. Bring them to me. Alter! Ich wollte hier gerade noch meine Sachen auffrischen und der schlägt mich schon nieder. Jetzt mache ich mal kurz Verbandskasten. Creeper! Helf mir! Helf mir! Jawohl! Jawollo! Lebensenergie unten, die Balken, das sieht noch gut aus. Was muss man denn jetzt hier erreichen? Ach, wir müssen hier... Finde 5 Vorratskisten und bringe sie zurück. Hier ist schon mal keine. Oh, da ist wieder so ein Dicker. Alter! Boah, wie die da rumslagen. Ich möchte noch mal kurz anmerken, ich spiele auf leicht. Das ist leicht. Äh.
did what you said. Fear is the disease. Hustle is the antidote. So, find more. We gotta go. Du sollst nicht nicken. I did what you said. To work today is to eat tomorrow. Bring more. We gotta go. Oh, shit. Who shot me? Die da oben rüberkommen. When are we gonna leave? All aboard, who's coming aboard? Das Fetter. We're dead, Hazmat. Lebenstechnisch. Americans, man, lost everything. What now? Bigger guns. Oh, we're making too much noise. They're gonna come. We gotta go now. Do you want to drive? Shut up. Oh, I'm not gonna die in here. Reloading. Wie cool ist das denn? Dieses Eingeschlossene jetzt noch. Wow. Ich glaube. Crazy son of a bitch. Crazy son of a bitch with a train. Crazy son of a bitch with a train, jawohl. Also man merkt schon, der Typ ist ein bisschen durchgeknallt. Teamwork. Ja, voll. Was ich jetzt eben schon weiß, ist, dass jetzt eine Statistik kommt mit den meisten Kills, den wenigsten Schaden bekommen und so weiter. Und gucken wir jetzt mal, wo ich denn da stehe. Die meisten Zombies getötet auf Platz 1. Meiste getötete Specials. Jawohl, Nahkampf-Kills. Meisten Spielern geholfen. Gut, da war ich zu weit weg. Explosive Kills, aha. Hab am zweitmeisten Schaden bekommen, meisten Gegenstände gefunden, ja. Meisten Kopfschutzkills, okay. Und jetzt kriegt man, ähnlich wie in COD, Punkte und so weiter und schaltet, macht seine Waffen besser, beziehungsweise kriegt Erfahrungspunkte auf die Waffen. Schaltet dann bestimmt auch noch was dafür frei, aber dazu habe ich das Ganze jetzt zu wenig gespielt. Wir gucken mal ganz kurz. Nicht ausgerüstete Waffen werden nach 10 Sekunden automatisch nachgeladen. Das nehmen wir uns doch gerne.